So, wir sind heute am Amtsgericht in Hatting mit dem Michael Scheele, der heute drei Ordnungswidrigkeitsverfahren hatte. Genau. Wie ist das denn ausgegangen und wie war dein Gefühl vorher und wie ist das jetzt nachher? Also grundsätzlich habe ich seit 4 Jahren eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, weil die Justiz ja nicht so arbeitet. Wir haben ja keinen Rechtsstaat mehr, aus meiner Sicht eher so ein Linksstaat und das ist wörtlich zu meinen. Aber da es heute kein politisches Thema war, also kein Strafrecht, sondern Verkehrsrecht betroffen war, ist das sehr, sehr fair verhandelt worden, muss ich sagen. Und die Indizien oder die Beweise und Anschuldigungen konnten nicht gehalten werden seitens der Staatsanwaltschaft, die heute auch gar nicht vor Ort war, nur der Zeuge. Es war immer ein Zeuge, es war immer nur ein einziger, der das angeblich gesehen hat, was ich angeblich gemacht habe und hat sich in seinen Aussagen sehr oft widersprochen. Also zum Beispiel sehr amüsant fand ich, dass zum Protokoll gegeben worden ist, damals, als die Anzeige aufgenommen worden ist, dass er links neben meinem Fahrzeug gestanden hat, um alles sehen zu können. In der Aussage vorhin sagt, er hat rechts gestanden und auf einem Livestream. Und da nochmal ein großes Dankeschön an alle Streamer. Selbst wenn viele Streams im Moment vielleicht nicht wichtig erscheinen, gerade bei solchen Verhandlungen, um dokumentieren zu können, sind Streams sehr, sehr wichtig, weil dieser Stream hat gezeigt, dass der Zeuge nicht links vom Fahrzeug gestanden hat und auch nicht rechts vom Fahrzeug, sondern gar nicht da war. Und das sind natürlich solche Dinger, das sind praktisch, das ist ein Elfer ohne Torwart. Und das ist natürlich auch etwas, was die Richterin natürlich auch gesehen hat, wenn der Hauptzeuge und einzige Zeuge sich so in eigene Widersprüche verstrickt, weil man kann es ihm jetzt noch nicht mal nachhalten, negativ. Es ist ein halbes Jahr her und der ist als Polizist auf so vielen Veranstaltungen dabei, dass du das eine vom anderen hinterher nicht mehr auseinanderhalten kannst. Ja, ich selbst musste auch immer wieder in die Akten gucken oder mir von meinem Rechtsanwalt sagen lassen, welcher Termin war denn das jetzt, was ist denn da passiert? Weil aus meiner Praxis her bei den Autokursus oder bei den Aufzügen mache ich ja immer grundsätzlich das Gleiche. Aufs Gelände kommen, Fahrzeug aufrüsten, Sicherheitscheck, die Polizei nimmt ab, Lautstärke wird eben kurz gemessen und dann geht's im Prinzip los. Und das meiste, was ich bei der Veranstaltung während der Fahrt mache, ist viel Rauchen. Und da hat der Polizist halt ausgesagt, ich hätte sehr oft das Gerät bedient oder es hatte den Anschein gehabt, dass ich das elektronische Gerät bedient habe, das Laptop oder die Anlage, wie auch immer, wobei ich meine Brille da meistens rechts neben liegen habe, weil viele Veranstaltungen montags passiert sind, also abends im Winter, im Dezember, im Februar war es, Januar, Februar, und ich habe meine Zigaretten halt rechts liegen, da greift man schon mal halt um. Ne, wenn man angeschnallt ist. Und dann muss man sich ein bisschen bewegen, damit man so dahinter fasst. Insofern kann das natürlich von außen so den Anschein erwecken, wenn wir jetzt vorbeifahren an einem Polizisten, der jetzt irgendwo am Rand steht, dass das so den Eindruck erwecken könnte. Aber das reicht nicht als, also diese Momentaufnahme reicht natürlich nicht, um jemanden jetzt praktisch zu verurteilen. Dafür ist es ein bisschen dünn. Und das hat die Richterin auch so entsprechend sehr fair auch so gesehen. Immerhin ging es ja da um meinen Führerschein, weil jedes Ordnungswidrigkeitsverfahren da einen Punkt bedeutet, aber kein Payback-Punkt. So. Und alles drei Freisprüche. Ja, natürlich. Also ich dachte, das wäre jetzt relativ klar. Also alle drei Verfahren sind entweder per Freispruch oder Einstellung auf mit Verfahrenskosten laut Staat. Also entweder Freispruch oder eben Verfahren eingestellt auf Staatskosten. Das wäre, glaube ich, die juristisch richtige Bezeichnung. Also ich habe da jetzt da meine Ruhe vor diesen Sachen. Es sei denn, die Staatsanwaltschaft fasst in einem Fall vielleicht nochmal nach, wobei die Beweislage genau sich dann darstellt, was jetzt eben halt zum Freispruch oder zu der Einstellung geführt hat. Okay. Bedanke ich mich? Also ich bedanke mich auch vor allen Dingen bei allen Teilnehmern. Das ist heute Morgen hier um 9 Uhr losgegangen. Wir haben heute Dienstag, 24. September. Die noch nicht pleite gemacht worden sind, die haben ja noch Arbeit zur Not oder zumindest Bürgergeld. Und kann ich nur allen sagen, allen Teilnehmern, die heute mir da irgendwie unter die Arme gegriffen haben und als Seelenstütze dabei waren, super, danke. Also das ist in Hatting echt, echt toll. Selbst der Priester ist dabei und sagt Dankeschön und jetzt haut ab, wir gehen nämlich jetzt Frühstück beim Richard. Okay, okay. Danke sehr. Unser Freiheitsbäcker. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Tschüss. Danke, danke. So.